Hast du dich schon einmal gefragt, was du eigentlich machen kannst, wenn du einen Steuerbescheid bekommst und der falsch ist? Oder das Finanzamt einfach grundsätzlich anderer Auffassung ist, wie viel Steuern du zu zahlen hast? Dann kannst du einen Einspruch einlegen gegen diesen Bescheid. Was du dabei beachten musst, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und Steuerbescheide sind deutlich häufiger falsch oder zumindest diskussionswürdig, als man denken würde. Meine Erfahrung ist, dass es bestimmt bei 10-20% der Steuerbescheide Anlässe gibt, durchaus mal genauer hinzuschauen und gegebenenfalls Einspruch einzulegen. Was ganz wichtig ist, ist, das Finanzamt hat nicht immer zwingend das letzte Wort. Das Finanzamt macht auch Fehler. Und manchmal ist das Finanzamt auch einfach einer anderen Rechtsauffassung, als die du vertreten kannst. Das Finanzamt ist einfach nur eine Behörde. Eine andere Partei. Und es kann durchaus sein, dass du eine andere Auffassung hast. Und wenn diese andere Auffassung durchaus legitimiert ist, dann kannst du sogar gegen das Finanzamt vor Gericht gehen. Und es passiert auch durchaus regelmäßig, dass man vor Gericht dann auch Recht bekommt. Bevor wir das so weit kommen lassen müssen, also du musst nicht sofort gegen das Finanzamt vor Gericht gehen, kannst du auch einfach Einspruch einlegen. Und das kannst du machen, um das Finanzamt zum Beispiel auf Fehler hinzuweisen. Oder aber auch, um zum Beispiel zu signalisieren, dass du bestimmte Dinge einfach grundsätzlich schon einmal anders siehst. So ein Einspruch einzulegen ist dein grundsätzliches Recht und meine persönliche Empfehlung wäre auch, dass du immer vergleichst, wenn du einen Steuerbescheid bekommst, was hast du eigentlich eingereicht, also was hast du in der Steuererklärung quasi an das Finanzamt übermittelt und was steht eigentlich im Steuerbescheid. Und wenn es da eine Abweichung gibt, dann solltest du das genau überprüfen, woran das liegt. Und wenn das Finanzamt diese Abweichung erklärt hat und das für dich auch einleuchtend ist und das für dich in Ordnung ist, dann ist das auch alles vollkommen fein. Wenn diese Abweichung aber für dich nicht in Ordnung ist, dann solltest du wirklich auch einen Einspruch einlegen. So ein Einspruch kostet übrigens kein Geld. Also das Finanzamt fordert da keine Gebühr oder so. Und du kannst es auch selber machen. Also du musst jetzt nicht zum Rechtsanwalt oder zum Steuerberater laufen, um Einspruch einzulegen. Das kannst du gerne machen, denn entstehen natürlich Kosten für den Rechtsanwalt oder den Steuerberater. Aber du kannst auch selbst einfach einen Einspruch einlegen gegen den Steuerbescheid, den du bekommen hast. Grundsätzlich gibt es zwei Gründe, die erfüllt sein müssen, damit du einen Einspruch einlegen kannst. Erstens, relativ logisch, du brauchst einen Grund für den Einspruch. Also entweder gibt es eine Abweichung oder aber vielleicht du hast auch was vergessen anzusetzen und das ist jetzt ein Grund, warum du das gerne geändert haben möchtest. Und zweitens musst du die Frist wahren. Denn du kannst nicht bis in alle Ewigkeiten einfach einen Einspruch einlegen. Da gibt es eine fest vorgeschriebene Frist. Du kannst nur innerhalb dieser Frist einen Einspruch einlegen. Wenn diese Frist abgelaufen ist, dann kannst du auch keinen Einspruch mehr einlegen. Gründe für einen Einspruch kann es viele geben. Zum Beispiel wären da, du hast einfach irgendwas vergessen. Also keine Ahnung, das Kindergartenbeiträge oder eine Spende oder eine Arztrechnung. Vergessen anzusetzen. Dann kannst du tatsächlich einen Einspruch einlegen und diese Angaben oder diese Kosten auch noch nachreichen, damit die dann berücksichtigt werden. Oder aber du hast irgendwas angesetzt. Und das Finanzamt hat es nicht akzeptiert und es nicht weiter begründet oder ausgeführt, warum das so ist. Vielleicht haben sie es auch begründet, aber du kannst der Begründung nicht folgen oder bist damit nicht einverstanden, weil du der Meinung bist, dass es durchaus begründet war, dass du zum Beispiel bestimmte Fortbildungskosten ansetzt. Ein anderes Beispiel wäre auch, ihr möchtet die Veranlagungsart ändern. Das heißt, ihr habt als Ehepaar beispielsweise 2 Steuererklärungen abgegeben und habt erst danach mein Video dazu gesehen und wisst, dass es wahrscheinlich günstiger ist, zusammen eine Steuererklärung abzugeben. Und jetzt bekommt ihr 2 Steuerbescheide und dann könnt ihr natürlich auch dagegen Einsprüche einlegen, um quasi die Zusammenveranlagung zu wählen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Der sind definitiv Grenzen gesetzt, und zwar das deutsche Steuerrecht. Aber es kann ja durchaus sein, dass du das deutsche Steuerrecht anders interpretierst als das Finanzamt. Und dann kannst du dagegen auch trotzdem Einspruch einlegen. Das heißt, wenn ihr auch unterschiedlicher Rechtsauffassung seid, kannst du einen Einspruch gegen den Steuerbescheid einlegen. Die zweite Voraussetzung für einen Einspruch ist neben der Begründung die Frist. Und rund um das Thema Frist bei Einspruch gibt es so wahnsinnig viel komplizierte Berechnungsbeispiele. Ist aber eigentlich gar nicht so schwierig, denn auf deinem Steuerbescheid steht ein Datum und das ist nicht das Datum, was relevant ist, sondern dieser Steuerbescheid wurde zu diesem Datum im Finanzamt quasi erstellt. Er muss dir aber noch bekannt gegeben werden und das passiert in der Regel per Post. Das heißt, du bekommst meistens den Steuerbescheid irgendwie per Post und hast ihn irgendwann in deinem Briefkasten und dieses Datum ist entscheidend. Oder aber du bekommst die Daten online irgendwie über Elster Online und bekommst dann eine E-Mail mit der Benachrichtigung. Tatsächlich ist dieses konkrete, echte Datum aber gar nicht so relevant. Denn es gibt ein Prinzip, das heißt Zugangsvermutung. Und zwar geht man davon aus, dass das Ganze 3 Tage dauert. Also das Datum auf dem Steuerbescheid plus 3 Tage und dann gilt der Bescheid als bekannt gegeben. Übrigens, wenn dieser Tag auf einem Feiertag oder Wochenende geht, dann gilt der folgende Werktag, weil am Wochenende arbeitet die Post nicht und dann gilt halt der nächste Werktag. Das heißt, du schaust einfach auf das Datum des Steuerbescheids, rechnest plus 3 Tage und dann fängt die Frist an zu laufen. Und diese Frist dauert 1 Monat. Man kann sehr simpel einfach sagen, du hast für den Einspruch ganz grob
ein Monat plus 3 Tage Zeit. Und dann muss der Einspruch auch wirklich beim Finanzamt sein. Das heißt, es hilft nicht, wenn du am allerletzten Tag der Frist plötzlich irgendwie noch den Einspruch schreibst und dann erst in den Briefkasten wirfst. Dann ist es zu spät. Denn der Einspruch muss am letzten Tag der Frist tatsächlich beim Finanzamt sein. Das ist einer der Gründe, es gibt viele Gründe, aber einer der Gründe, warum ich dir empfehle, idealerweise die Kommunikation mit dem Finanzamt per E-Mail zu machen. Weil dann kannst du davon ausgehen, dass dieser Einspruch tatsächlich auch beim Finanzamt eingegangen ist, weil der nicht noch 2-3 Tage lang durch Deutschland auf physischem Papier getragen wird. So rein pragmatisch zum Thema Fristen kannst du dir eigentlich merken, dass du das Datum des Steuerbescheids nehmen kannst plus einen Monat. Und das ist der Tag, an dem du spätestens deinen Einspruch abschicken solltest. Mit den 3 Tage Bekanntgabe und der Samstag-Sonntag-Feiertage-Regel hast du noch so ein bisschen Puffer. Und diesen Puffer brauchst du in der Regel auch, wenn du tatsächlich schriftlich in Papierform deinen Einspruch einlegst. Grundsätzlich reicht es, wenn du dir merkst, einen Monat hast du Zeit, um Einspruch einzulegen. Und dann musst du natürlich einen Einspruch schreiben. Und da stellt sich natürlich die Frage, was schreibst du eigentlich in so einen Einspruch rein? Und ganz wichtig ist tatsächlich, du musst schreiben, dass es ein Einspruch ist. Das heißt, du musst auch dieses Wort verwenden. Dann braucht das Finanzamt einmal das Buzzword, einmal den Stichpunkt, damit sie wissen, was sie machen müssen. Da musst du auch reinschreiben, wer du bist, also wer genau legt eigentlich Einspruch ein, und du solltest deine Steuernummer dazu schreiben. Deine Steuernummer ist nämlich sowas wie das interne Aktenzeichen beim Finanzamt. Wichtig da auch, vielleicht hast du ja mehrere Steuernummern, du nimmst die Steuernummer, die auf dem Bescheid steht, gegen den du Einspruch einlegst. Weil es kann ja sein, dass du vielleicht für die Einkommensteuer und für die Umsatzsteuer unterschiedliche Steuernummern hast. Und wenn du gegen den Umsatzsteuerbescheid Einspruch einlegst, solltest du nicht die Steuernummer für die Einkommensteuer nehmen. Eigentlich relativ logisch, ist aber relativ wichtig, dass du darauf achtest, weil wenn das nicht gemacht wird, dann kann das Finanzamt halt deinen Einspruch auch nicht bearbeiten. Außerdem solltest du noch ganz dringend angeben, gegen welchen Steuerbescheid du genau Einspruch einlegst. Das klingt erstmal trivial, passiert aber in der Regel tatsächlich relativ häufig so im Eifer des Gefechts, dass man das vergisst. Das heißt, ich würde tatsächlich so als Überschrift für diesen Einspruch schon mal wählen, Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid 2018 vom 6.7.2021 beispielsweise. Dann hast du quasi in der Überschrift schon mal alle wichtigen Informationen reingepackt und dann kannst du danach alle weiteren Informationen reinschreiben. Und das sollte eigentlich relativ logisch sein, du musst deinen Einspruch natürlich an das richtige Finanzamt senden. Nicht nur die Steuernummer ist wichtig, sondern auch das richtige Finanzamt. Und auch hier kommt es wieder zum Tragen, dass du unter Umständen ja mehrere Finanzämter hast. Also vielleicht hast du ja ein Betriebssitzfinanzamt und ein Wohnsitzfinanzamt. Das heißt, du solltest dir genau anschauen, von welchem Finanzamt kommt eigentlich gerade der Steuerbescheid. Und da schaust du einfach auf diesen Steuerbescheid, gegen den du Einspruch einlegst. Da steht ja drauf, von welchem Finanzamt das kommt. Und da steht eine Adresse drauf, da steht meistens auch eine E-Mail-Adresse drauf. Dann kommen wir auch zum nächsten Punkt. Du kannst den Einspruch auch per E-Mail abschicken. Das heißt, du musst das nicht per Post an diese E-Mail-Adresse schicken. Meistens steht auch eine Faxnummer drauf. Das heißt, du kannst es theoretisch auch per Fax machen, sondern du kannst es auch, wenn auf diesem Steuerbescheid eine E-Mail-Adresse steht, an diese E-Mail-Adresse schicken. Was nicht geht, ist, dass du einen Einspruch tatsächlich telefonisch einlegst. Und jetzt kommt noch so ein ganz interessanter Fakt und in der Praxis durchaus ein Tipp, der dir vielleicht helfen könnte. Es gibt tatsächlich rechtlich keine Anforderung, dass du deinen Einspruch begründen musst. Diese Punkte, die ich aufgezählt habe, die sind tatsächlich gesetzlich vorgeschrieben. Die müssen in deinem Einspruch stehen, sonst ist dein Einspruch nicht gültig und gilt auch nicht als Einspruch. Es gibt aber keine gesetzliche Vorschrift, dass du deinen Einspruch auch begründen musst. Allerdings kann ich dir aus der Praxis erzählen, wenn du keine Begründung in deinen Einspruch reinschreibst, ja, dann wird der Einspruch abgelehnt. Doch warum ist das ein Tipp? Das klingt doch jetzt erstmal eher nach so einer bürokratischen Kleinkariertheit. Naja, nicht immer. Wenn du zum Beispiel im Urlaub bist oder du bist krank oder du möchtest einfach über die Themen, gegen die du Einspruch einlegen möchtest, nochmal mit dem Steuerberater sprechen und einem Anwalt und du hast nicht so schnell einen Termin bekommen oder hast dir ehrlicherweise den Steuerbescheid auch einfach zu spät angeschaut, dann kannst du tatsächlich einen Einspruch einlegen, ohne Begründung, oder du schreibst rein, Begründung wird nachgereicht, und dann wahrst du schon einmal die Frist. Das heißt, du reichst einfach einen Einspruch ein, ohne Begründung, und verschaffst dir dadurch ein wenig mehr Zeit, Dinge erstmal zu klären, gesund zu werden, aus dem Urlaub zurückzukommen, mit einem Anwalt zu sprechen und so weiter. Und dann reichst du die Begründung einfach nach. Das heißt, das Ganze kann dir tatsächlich helfen, ein wenig mehr Zeit zu verschaffen. Allerdings solltest du dann die Begründung auch zeitnah nachreichen, weil sonst wird der Einspruch halt einfach abgelehnt und der Steuerbescheid wird rechtskräftig. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und du weißt jetzt, wie du Einspruch gegen deinen Steuerbescheid einlegen kannst. Und ich möchte wirklich auch an dich appellieren, dass du auch den Mut dazu hast. Das ist dein absolutes Recht und das solltest du auch in Anspruch nehmen. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du gerne Steuerberater an deiner Seite hättest, der dir zum Beispiel bei deinen Einsprüchen hilft, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Wir sind nämlich spezialisierter Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und schreiben dir gerne deine Einsprüche. Alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir konkret weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du einmal
hier klickst. Ansonsten kannst du dich natürlich auch erstmal weiter auf unserem Kanal umschauen. Wir haben da einige schöne Videos veröffentlicht, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.